Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem PC-Keller. Der Herbst, die Arbeit hat mich wieder. Gibt's weniger Videos, juhu! Folgendes, ich habe jetzt wieder sinnlos Geld ausgegeben und dann wollen wir uns mal einfach mal angucken, wie sinnlos das Ganze ist. Ich habe ja für euch damals ja dieses Setup da hinten aufgebaut, was ekelerregend modern ist. Und die Aufgabe dessen ist, das einfach irgendwann mal vielleicht aus dem Keller zu streamen, beziehungsweise auch in der Lage zu sein, ältere Rechner aufzunehmen. Und dazu hat sich in den letzten Jahren jede Menge unnützen Müll bei mir im Keller eingesammelt. Der erste Versuch war das hier. Das ist ein herkömmlicher VGA auf HDMI-Konverter mit dem schönen Nachteil, dass das Ganze ein bisschen schlecht funktioniert. Wie schlecht, kann ich euch mal kurz demonstrieren und dann zeige ich euch nochmal den anderen Krempel, was der kann bzw. was der nicht kann und meine Neuanschaffung, wo ich mal richtig Geld ausgegeben habe. Grundsätzlich bevorzuge ich eher sowas zum Zocken und solche Tastaturen, nicht so einen modernen Scheiß, aber für die Aufnahme geht halt beides nicht. Und als Opfer nehme ich jetzt einfach diesen PC hier. Der steht hier so rum. Das ist mein Windows 98 Retro-PC, einer der vielen, die ich hier besitze. Und hat die Eigenschaft, eine 3DFX-Karte zu besitzen. Bei dieser Karte handelt es sich um eine 3DFX Voodoo 2 Beschleunigerkarte. Die Karte war damals bekannt für ihre Geschwindigkeit, für ihre Effekte und die legendäre API, die sie mitgebracht hat, nämlich Glide. Deswegen dieses schöne Loop-Kabel da unten und das verschlechtert noch zusätzlich das Bildsignal und verursacht mehr Störungen. Wir haben den Nachteil, dass dieser großartige Konverter hier einfach nur konvertiert und uns nur ein HDMI-Signal raushaut. Das heißt, ich schließe es mal hier an die Maschine an und dann benötigen wir noch einen USB-Anschluss zur Stromversorgung. USB-Geräte lahmen normalerweise solche schönen Rechner schön aus. Und sonst zeige ich euch noch, wie das ganze Setup hier am Tisch aussieht. Also das ist die wunderschöne Maschine und da hinten ist einfach der ganze andere Krempel. Und jetzt werfe ich das Ding gleich an, aber ich muss jetzt meinen Fernseher dran noch anschließen. Bezüglich Fernseher anschließen, vielleicht könnt ihr das hier ein bisschen sehen. HDMI-Anschluss, HDMI-Kabel zum Fernseher. Den ganzen Mist auf den Fernseher haue ich jetzt auf einen Bildschirm. Und hier jetzt kurz zur Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Wir haben unseren Medium-PC. Da gibt es einen Konverter, den ich da jetzt angeschlossen habe. Der Nachteil des Konverters ist, dass der Sound nur über die USB-Schnittstelle als zusätzliche Soundkarte angebunden wird. Dann wird das Ding per HDMI-Kabel mit der Capture-Card verbunden, die wiederum das ganze Signal einmal an den Fernseher über HDMI leitet und einmal über USB an den PC, der wiederum Aufnahmesoftware wie zum Beispiel OBS hat. Das Problem an diesem Setup ist, funktioniert die USB-Soundkarte nicht, dann gibt es keinen Sound, da muss man zusätzlich die Capture-Card mithilfe eines Klinkekabels an den PC anschließen. Okay, dieser Konverter, das sollte so nicht passieren. Jetzt starte ich den Rechner nochmal ohne Konverter und gucke, was passiert. Ist doch herrlich, wenn die Rechner bei mir im Keller so gut funktionieren. Ich habe jetzt direkt den VGA-Anschluss an den Fernseher angeschlossen. VGA ist halt sein Bildschirmsteuerungssignal für einen Röhrenmonitor. Also die Schnittstelle wird auch verschieden genannt. VGA ist inzwischen umgangssprachlich die Ausdrucksweise dazu, aber es ist eigentlich D-Sub oder RS irgendwas. Und kleinste Abweichungen vom Signal können dazu führen, dass moderne Aufnahmegeräte einfach eine Runde durchdreht. Und da haben wir unseren wunderschönen Desktop. Der ist natürlich total verzogen, weil wir jetzt Standard VGA-Anschluss angeschlossen haben. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier umstecke. Das Ding ist jetzt drin. Eigentlich müsste irgendwas erkannt werden. Und der Fernseher müsste in der Lage sein, sich auszuschalten und nichts zu machen. Juhu, und da haben wir unseren Desktop. Ist was skaliert. Es wird was angezeigt und jetzt starte ich nochmal Duke Nukem 3D. Wir haben nach wie vor keinen Sound, aber wir haben immerhin Bild. Das funktioniert besser wie gedacht. Das liegt aber auch daran, dass ich eine neuere Capture-Card gekauft habe und diese eigentlich jetzt wesentlich besser funktioniert wie die alte davon und auch mit schlechten Auflösungen klarkommt. Wir können hier auf jeden Fall Duke Nukem 3D spielen, das ist schon mal großartig. Ja, und so sieht es aus, wenn der Konverter einfach komplett durchdreht und dann in völlige Flackerstimmung ausartet. Deswegen probieren wir einfach mal noch vielleicht ein anderes Spiel. Hier haben wir Siedler 1. Jetzt hat sich der Konverter wieder gefangen. Das heißt, ich kann was auf dem Fernseher sehen. Standardauflösung ist auf jeden Fall dank des Konverters machbar. Es ist 16:9 gestreckt. Kann man Super VGA-Modus versuchen. Okay, das hat jetzt auf jeden Fall dafür gereicht, dass das Konverter-Ding wieder kein Signal meldet. Kehre ich mal auf den Desktop zurück. Ja, das hat geklappt. Fenstermodus, dann springt er wieder rum. Und ich habe jetzt auch Ton auf dem Fernseher, das finde ich gut. Nur nicht auf der Capture Card. Da müsste ich überlegen, woran das Problem liegt. Und kein Ton in DOS-Anwendungen. Also es ist halt ein bisschen blöd. Quake 3 ist jetzt typisch mal Windows-mäßig. Boah, das Ding braucht echt lang. Und der Ton kommt auch noch verzögert. Das scheint spielbar zu sein. Bin so scheiße hier auf diesen Ding in Quake 3.
Okay, das hat für den Test ja ausgereicht. Gut, dann quälen wir das Ding ein bisschen weiter. Wir können mal GTA mit 3DFX ausprobieren. Kein Signal auf dem Fernseher, das ist schon mal super. Und Elgato meldet auch kein Signal. Und an dieser Stelle tappe ich erfolgreich in die nächste Falle. Ihr könnt sehen, der Röhrenmonitor, den ich so besitze, und ein zeitgenössisches Flachbildschirmviech hatten relativ ähnliche Eigenschaften. Der war komplett analog, der war eigentlich auch analog, hat das Bild dann digital konvertiert und ausgespuckt. Beide hatten 4:3 Bildverhältnis, waren für einen analogen Anschluss gedacht und die Wiederholungsfrequenzen sind hier beim Röhrenmonitor natürlich wesentlich höher wie bei den Flachbildschirmen gewesen. Hier 60 Hertz, hier 75 oder mehr. Das heißt, das Signal hat sich je nachdem, wie es von der Grafikkarte ausgegeben wird, unterschieden, und bei den meisten Spielen wird auch oft die Auflösung umgeschaltet, deswegen ändert sich auch das Bildverhältnis, die Wiederholungsfrequenz und die Auflösung die ganze Zeit. Bei den modernen Monitoren haben wir ein 16:9 Bildverhältnis, das heißt, die sind ein bisschen breiter, und wir haben die Besonderheit, dass ein Bildpunkt immer ein Pixel ist. Ist die Auflösung niedriger, wird das Ganze auseinandergezerrt und es gibt eine Grenze von der maximalen Auflösung, die so wie gesagt einem Bildpunkt ein Pixel entspricht. Das Ganze geht auch über einen digitalen Anschluss. Andere Auflösungen machen tatsächlich diesen Geräten ziemliche Probleme und sie haben eine relativ lange Reaktionszeit, wenn es darum geht, die Auflösung zu ändern. Deswegen wird unser konvertiertes Bild dann auch noch mal vom Anzeigegerät misshandelt und auf verschiedene Arten gestreckt, gezogen und weiter entstellt. Unser großartiger Konverter ist großartig und hat jede Menge Störpotenziale, die leider ziemlich nervig sind. Deswegen ziehe ich das Ding wieder ab. Mit einer vernünftigen Capture Card macht das tatsächlich Spaß, aber das Ding schafft es nicht so ganz. Also wir haben keinen Ton, das sollte ja über USB wahrscheinlich irgendwie nachkonfigurierbar sein. Und wir haben ein häufig instabiles Bild, was einfach wegbleibt oder wo das Ding sagt, nee, die Auflösung gefällt mir nicht und tschüss. Das schöne Teil kennt ihr auch, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Ich kann das auch noch kurz demonstrieren. Das ist im Prinzip das gleiche, nur halt ohne großartig USB und so ein Hightech zu verwenden. Und jetzt probieren wir ein Setup, was richtig schlimm ist. Ich fange hier wieder mit meinem Rechner an. Ich habe ein T-Stück eingebaut, was das VGA-Signal schon mal splittet. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir über VGA einmal wieder den schönen Röhrenmonitor anschließen können. Der ist dann nicht mehr so hell, weil das Signal natürlich gestört wird, weil es gesplittet wird und nicht mehr so stark ist. Es gibt auch bessere T-Stücke, die das irgendwie hinbekommen. Dann habe ich zusätzlich an den Rechner ein Klinkekabel angeschlossen. Das führt dann in diesen HDMI-Konverter, bündelt das Ganze zu einem HDMI-tauglichen Signal zusammen, was wiederum an ein HDMI-Kabel angeschlossen wird, was wiederum in die Capture-Card führt und wovon aus ich ein USB-Kabel für die Capture-Card und ein HDMI Kabel, was wiederum zum Fernseher führt. Ihr könnt euch vorstellen, dass auf diesem langen Weg natürlich sehr viel Störanfälligkeit da ist, und das schauen wir uns dann mal gleich etwas genauer an. Und das ist das Ergebnis. Wir haben immerhin ein Bild tont, dass das Spiel abgestürzt ist und es macht irgendwelche Geräusche. Ich kann es immer versuchen, auf blind irgendwie zu schließen, aber das funktioniert nicht so ganz. Das sieht so ein bisschen aus wie früher Premiere. Da stimmt auf jeden Fall die Zeilenkonfiguration nicht und der Mist auf der Capture Card sieht genauso aus. Etwas gestört, aber doch sichtbar. Das ist Half-Life 1. Läuft in OpenGL mit folgender Auflösung im Standardtreiber. Mr. Freeman, I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago and I'm still trying. Und das wiederum ist GTA 1 in 3DFX Glide Mode. Wenn mal die Auflösung den Skalierer nicht passt, muss man sie runterschalten, dann geht's wiederum. Oben zeigt er immer eine hässliche Angabe an. Und wenn es ihm ganz nicht passt und das Signal gestört ist, dann gibt es wieder Schneesturm zu sehen. Und die Ursache des Problems ist einfach der günstige Konverter-Skalierer, der nur festgecodete Auflösung hat. Ist die Auflösung anders wie festgecodet oder gibt es Störungen im Signal, dann bricht das ganze Signal zusammen und man kann nichts sehen. Gut, zuletzt ist mir dieser orangene schöne Skalierer unten noch übrig geblieben. Den werde ich jetzt anschließen und zeige euch wieder auf dem Diagramm ungefähr, wie ich was miteinander verbinde. Auf geht's. Und hier mein letztes Setup. Wir haben hier nochmal den schönen PC. Dann haben wir hier ein VGA-Kabel und ein Audio-Kabel. Das geht in diesen Open-Source-Skalierer-Konverter. Der hat nämlich hier VGA und da HDMI-Ausgang. Normalerweise kann man das Ding auch für Konsolen oder ähnliches nutzen. Dann wird per HDMI ein Signal an die Capture Card geschickt und dann per HDMI kann man sowohl vom Konverter wie auch von der Capture Card aus nochmal irgendwie einen Monitor oder einen Fernseher anschließen für das Aufnahmesetup, und dann schauen wir uns einfach mal gleich, wie die Ergebnisse dabei sind. Da könnt ihr sehen, Kalibrationsbildschirm, und seht da, wir haben's und wir haben sogar Ton, das ist schön. Und dann gehen wir auch mal alle Spiele durch, die irgendwie von Relevanz waren für mich aus früheren Zeiten, und das wäre einmal Siedler 1. Läuft, das ist jetzt mal die niedrigste Auflösung, die geht.
auf diesen Riesenfernseher sieht das natürlich ziemlich krass aus. Da steht der PC, das ist das Bild auf den großen Fernseher und das ist das Bild mit OBS, womit ich gerade aufnehme. Und da unten in der Ecke ist dann das Skalier-Dingster-Bumster, was die Arbeit dafür leistet. Gucken wir auch mal, wie es jetzt mit Super-VGA-Modus aussieht. Dieser wird gefressen. Das Bild sieht nur ein bisschen dunkel und schummerig aus. Ein weiteres Spiel, was ich viel gespielt habe, war Siedler 2. Jetzt ist die Lautstärke tatsächlich ein bisschen lauter. Kann aber auch daran liegen, dass man das hier in dem Spiel ein wenig einstellen kann. Und das ist auf jeden Fall auch perfekt auf diesem Bildschirm. Gut, dann zeige ich euch noch ein paar weitere Spiele. Einer der großartigen Spiele, die ich viel gespielt habe, war SimCity. Hier habe ich eine tolle Stadt, die ich mal gebaut habe hier. Das Problem ist, dass ich normalerweise die DOS-Version davon gespielt habe. Weniger die Windows-Version. Egal. Auf jeden Fall, SimCity 1 lässt sich hier natürlich gut capturen, weil es halt Windows ist. Es ist hier alles schwarz, weil Windows irgendwie rumspinnt. Und dann zeige ich euch noch das nächste Spiel. Und es ist SimCity 2000. Das habe ich natürlich nach dem ersten Teil, auch den zweiten, einigermaßen viel gespielt. Und hier habe ich mal vor Ewigkeiten eine Stadt gebaut. Großartiger City-Builder aus dem Jahr 1993. Und meine dezente Stadt aus der, die ich irgendwie 96 oder so gebaut habe. Auf jeden Fall lange her. So, irgendwie mag es Windows zu verschwinden. Ja, irgendwie habe ich hier einen kleinen Fehler. Nochmal. So, hier könnt ihr sehen, das ist so die Grafik, die ich zu der Zeit auf jeden Fall genossen habe. Denn eine gescheite Grafikkarte konnte ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Wird in Runden gespielt, überwiegend mit Maus und Tastatur. Grafik ist 2D und es läuft sogar halb so wegs auf Windows 3.11. Und wenn wir schon dabei sind, natürlich gab es von diesem Spiel auch einen Nachfolger, der grafisch auf jeden Fall nicht weiter anspruchsvoller war wie sein Vorgänger. Nur, dass wir jetzt eine isometrische Ansicht haben und das ist jetzt Civilization 2. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Stunden ich in diesem großartigen Spiel verbracht habe. Und das Großartige hier dran ist, dass es tatsächlich jetzt auf Original-Hardware läuft. Testaufnahme, das bringt das Retro-Gaming auf ein ganz anderes Niveau. Einmal muss ich noch herausbekommen, wie ich hier 4:3 hinbekomme. Vor allem das Ding reagiert verdammt schnell. Doom. Da ist der Retro-Rechner, hier ist eine Tastatur und Maus, da hinten ist auch eine Tastatur und Maus. Die Ausgabe folgt auf den Fernseher. In OBS habe ich 4:3 korrigiert, dass ich auch schöne Bildaufnahme habe. Und dann habe ich das Ding jetzt hier unten verbaut. Darüber liegt die Fernbedienung. Aus dem Gerät geht ein dünnes HDMI-Kabel in die Capture Card. Sowohl Sound auf den Fernseher wie über die Elgato-Karte in der Aufnahme habe. Das Setup dieser Art scheint mit ziemlich allen Auflösungen irgendwie klarzukommen und ist von der Reaktionszeit sehr erträglich. Deswegen bin ich durchaus zufrieden. Vielleicht kriege ich es ja in der Zukunft hin, einige schöne Profile einzurichten, um dann hier euch dann ein besseres Erlebnis anbieten zu können. Auf jeden Fall bin ich jetzt in der glücklichen Lage, Aufnahmen von Desktop, von Retro-PCs zu machen, aller Art, ohne dass ich große Probleme damit habe und sich alles am Ende aufhängt. Somit danke ich euch fürs Zuschauen dieses Videos und würde sagen, einfach bis zum nächsten Mal.